Herzlich willkommen zu meinem Video über Fett. Fett ist ein wichtiger Bestandteil in unserer Nahrung und wird eigentlich überall in unserem Körper verwendet. Chemisch gesehen sind Fette Triacylglyceride, das heißt, sie bestehen aus einem Molekül Glycerin und drei Fettsäurenketten, welche das ganze Molekül sehr wasserunlöslich machen. Das heißt, sie sind hydrophob und mischen sich kaum bis gar nicht mit Wasser oder wasserähnlichen Substanzen sowie unseren Körperflüssigkeiten. Um diese Fette in unseren Körper aufnehmen zu können oder sie zu verwerten, müssen wir sie mit Hilfe von Lipasen spalten. Lipasen sind Enzyme, welche die Fette in ein Glycerin und drei Fettketten spalten können. Um die Fette in unserem Körper transportieren zu können, müssen wir sie in sogenannte Lipoproteine verpacken. Lipoproteine transportieren vor allem wasserunlösliche Substanzen in unserem Körper. Die Lipoproteine bestehen aus Apoproteinen und Lipiden mit hydrophilen, also wasserliebenden Kopfgruppen. Dadurch werden sie wasserlöslich und ermöglichen so den Transport von Fetten oder anderen wasserunlöslichen Substanzen im Blut. Damit wir die Fette in unserem Verdauungsprozess aufnehmen können, brauchen wir verschiedene Lipasen und Gallensäure. Die Gallensäure macht die Fetttropfen möglichst klein, damit diese Lipasenenzyme die Fette möglichst effizient spalten können. Nach der Spaltung gelangen sie durch die Zellmembran und werden in Lipoproteine verpackt und weiter über die Lymphe und dann übers Blut zu der Leber transportiert. Die Leber verteilt dann diese Fette wiederum im Körper und verpackt sie in andere Lipoproteine. Ca. 80% des Fettes transportieren wir dann zum Muskel- und Fettgewebe, vorwiegend als Energie, Speicher, aber auch zur Synthese von weiteren biologisch wichtigen Substanzen. Ein Teil des Fettes bleibt aber auch bei der Leber und wird dort einerseits für den Energieverbrauch, aber andererseits auch als Speicherort für fettlösliche Vitamine verwendet. Die Funktionen von den Fettsäuren sind sehr vielseitig. Sie werden einerseits gerne als Energiespeicher verwendet, da sie sehr energiereich im Vergleich zu Zucker sind. Die Fettsäuren können aktiviert werden und dann über die Mitochondrienmembran ins Mitochondrium transportiert werden, wo sie via Beta-Oxidation und oxidativer Phosphorylierung komplett abgebaut werden können. Des Weiteren werden auch die Membranlipide aus den Fettsäuren hergestellt. Membranlipide sind der Hauptbestandteil all unserer Membrane im Körper, also sogenannte Zellmembranen, oder auch die Membranen der Zellkompartimente. Fettsäuren können auch weiter zu Cholesterin verarbeitet werden. Cholesterin spielt eine wichtige Rolle auch bei den Zellmembranen, da sie deren Stabilität reguliert. Cholesterin kann zusätzlich auch weiter zu Gallensäure verarbeitet werden, welches eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von Fetten im Verdauungsprozess spielt. Auch Cholesterinhormone sowie Testosteron, Östrogen, Cortisol und viele weitere werden durch Cholesterin hergestellt. Zudem ist es auch möglich, Vitamin D aus Cholesterin herzustellen. Dies ist jedoch nur begrenzt möglich, deshalb müssen wir auch Vitamin D über die Nahrung aufnehmen. Nun danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte Ihnen einen groben Überblick über den Fettstoffwechsel bieten.